Hey Leute, hier ist wieder euer Herr Arbeit und heute zu einem neuen Video zu Horizon Forbidden West. In der Welt von Horizon werdet ihr auf Reliktruinen treffen. Die erste, die ihr höchstwahrscheinlich erwischen werdet, ist die Reliktruine der Schrecken. Und dort gilt es, ein knackiges Rätsel zu lösen. Und wie ihr dort durchkommt, was ihr machen müsst, damit ihr an das Ornament kommt, das zeige ich euch in diesem Video. Nach dem Intro geht's los. Viel Spaß! Ich habe das ganze Thema einmal für euch zusammengeschnitten mit den wichtigsten Eckpunkten, dass ihr das Rätsel lösen könnt. Im Endeffekt geht es darum, hier oben diese Zugriffskonsole zu bedienen. Wir brauchen dafür einen Schlüssel und wir brauchen einen Zugriffscode, um die Tür zu öffnen, denn dahinter befindet sich das Ornament und das ist das, was wir haben wollen. Zuallererst schiebt ihr die Kiste, die ihr hier ganz normal findet, hier drunter, dass ihr auf den Vorsprung hochklettern könnt und könnt dann das allererste Mal mit der Zugriffskonsole hier interagieren. Dann geht es weiter, ihr dreht euch einfach um und springt hier über diesen Graben rüber, um in den Nebenraum zu kommen. Und hier seht ihr es schon, dort gilt es etwas zu scannen, der persönliche Zugangscode, und den könnt ihr euch in eurem Notizbuch ansehen. Und das ist auch essentiell wichtig, kommen wir aber nachher nochmal direkt drauf, wenn es darum geht, hier was draus zu lesen. Im gleichen Raum drehen wir uns dann einmal um und sehen in der oberen Etage wieder eine Kiste. Hier holt ihr euch die einfach runter und habt dann erstmal alles gemacht, was wir jetzt auf der Seite machen können. Wir drehen uns dementsprechend einmal um in die andere Richtung. Denn auch dort finden wir zwei Möglichkeiten, wo wir unsere Spezialausrüstung einsetzen können. Das ist einmal hier dieser stabile Balken. Den werden wir auch einmal runterholen. Und dann sehen wir oben noch den Lüftungsschacht genau daneben. Und den werden wir auch mit unserem Zugseil einmal öffnen. Ist das erledigt, dann widmen wir uns wieder unserer Kiste und schieben die unter den Balken, sodass wir auf diesen hinaufklettern können und durch den Lüftungsschacht auf die andere Seite in den nächsten Raum können. Okay, ich muss einen Schlüssel für die Tür finden. Nachdem wir uns hier umgesehen haben, sehen wir, dass wir hier auch eine bröckelige Wand haben, wo wir wieder unser Zugseil einsetzen können. Und das tun wir und dementsprechend ist der Weg wieder frei. Ich habe dann jetzt hier noch die Kiste in den nächsten Raum geholt. Das braucht ihr erstmal nicht machen. Ihr kümmert euch einfach um das Loch im Boden. Geht einmal mit nach unten und seht hier, dass ihr hier eine Vorrichtung zum Klettern habt. Wenn ihr diese aber benutzen wollt, dann bricht die ab und ihr kommt hier erstmal nicht mehr weiter. Es geht weiter hier unten im Keller, bis wir oben in der Wand eine Vorrichtung wiederfinden, wo wir die Decke einstürzen lassen können, und dementsprechend nehmen wir wieder unser Zugseil und holen uns hier sozusagen die Decke mal runter und haben damit ein Loch im Boden. Dann geht es wieder nach oben und es ist rein theoretisch klar, was wir jetzt machen müssen, denn die Kiste aus dem anderen Raum werden wir jetzt in das Loch schieben, um es nach unten zu bekommen. Ihr könnt, wenn die Kiste noch auf der anderen Seite steht, sie einfach sozusagen runterziehen. Ich hatte sie, wie gesagt, schon einmal in den Raum reingezogen. Dementsprechend musste ich sie wieder reinschieben. Hier könnt ihr auch die Kiste dann ganz einfach zu euch ranschieben. Und ihr werdet sie jetzt dort positionieren, wo ihr vorhin versucht habt, hochzuklettern. Und wenn ihr sie dort dann hingestellt habt, dann könnt ihr hier den Vorsprung erklimmen. Gestaltete sich bei mir ein bisschen kompliziert, wie ihr hier seht. Im Endeffekt ist es halt eben so, dass es eigentlich ohne Probleme funktioniert. Okay. Das ganze Klettern hier in dem Gebäude, muss ich sagen, hat sowieso so kleine Probleme mir bereitet. Die Steuerung wollte nicht so, wie ich wollte. Aloy wollte nicht so, wie ich wollte. Aber im Endeffekt wisst ihr, wie ihr damit umzugehen habt und kommt dementsprechend oben aufs Dach. Und hier finden wir das, was wir suchen, nicht in dieser Vorratskiste, sondern in der links auf dem, ich sag mal, es war bestimmt mal ein Balkon.
Und dort finden wir dann den nötigen Hotelschlüssel, den wir brauchen, um die Tür zu öffnen. Ha, ein Schlüsselmodul. So, es geht natürlich wieder zurück zum Anfang und wieder hoch. Und nun können wir über die Konsole den Schlüssel benutzen. Und dann wird von uns ein Zugangscode, ein Zugriffscode verlangt. Und jetzt erinnern wir uns zurück. Wir haben ganz am Anfang die Daten gescannt. Und die hießen ja ihr persönlicher Zugangscode. Und wenn wir hier ganz nach unten scrollen, dann sehen wir hier, dass wir dort den Code verwenden sollen. 1705. Und ja, genau das machen wir natürlich und wählen diese Kombination. Und damit ist der Weg offen und ihr kommt an das Ornament. Was ist dieses Ding? Ich krieg's. Damit ist die Reliktruine abgeschlossen. Ich hoffe, ich konnte euch mit diesem Video helfen. Ihr habt jetzt auch das erste Ornament bei euch im Inventar. Lasst einen Daumen nach oben da, abonniert den Kanal. Herr Arbeit bedankt sich wie immer fürs Zuschauen, sagt Tschüss und bis zum nächsten Mal.